Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute soll es um den WM-Modus in FIFA 18 geben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein WM-Modus zu der WM in Russland eben kommen wird und dass dann eben eine extra Applikation in FIFA 18 Ultimate Team sein wird. Und deswegen gibt es eigentlich fast keinen Grund, das nicht nochmal zu machen. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es einen WM-Modus geben wird und ich möchte euch heute eben die wichtigsten Dinge zu einem WM-Modus, zu einem möglichen WM-Modus in FIFA 18 zeigen. Ja, und falls ihr mehr solcher Infovideos haben wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Und nur eine kurze Info am Rande für Leute, die sich aufregen, wenn ein Video über 10 Minuten lang ist oder sonst irgendwas. Ich verdiene im Moment überhaupt keinen Cent mit YouTube-Videos, denn meine Videos werden einfach nicht monetarisiert. Ich habe seit circa 2 Wochen keine Monetarisierung auf den Videos, das heißt, ich verdiene kein Geld mit den Videos. Also wenn ein Video über 10 Minuten lang ist, ist das einfach nur mehr Videoinhalt für euch und kein Geld für mich oder so. Ich verdiene ja sowieso nicht viel mit YouTube, das habe ich auch immer schon offen in den Streams und so gesagt, aber im Moment wird nichts monetarisiert, das liegt daran, dass ich aus meinem Netzwerk ausgetreten bin, das Ganze zu extremen Komplikationen geführt hat und jetzt eben meine Monetarisierung weg ist, weil man die eben neu einstellen muss und so weiter und so fort und das dauert gerade alles ziemlich lange. Ich denke mal, dass es irgendwann wieder passieren wird, aber im Moment verdiene ich keinen einzigen Cent mit irgendeinem Video, also die Leute, die sich da aufregen wollen, ich würde es nicht machen, denn das macht im Moment absolut keinen Sinn. Ich verdiene 0 Cent mit Videos im Moment. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben, aber wir starten jetzt auch schon direkt rein mit dem WM-Modus in FIFA 18. Ich habe insgesamt 11 Themen für euch vorbereitet und wir schauen, dass wir das so schnell wie möglich durchziehen können. Also, das erste ist, dass man in einem WM-Modus, also zumindest war es in FIFA 14 so, dass man dort eben Packs ziehen kann mit Coins, die man im ganz normalen FIFA 18 Ultimate Team Modus hat. Also, das ist im Normalfall so, dass es den FIFA 18 Ultimate Team Modus gibt und dann gibt es dort ein eigenes Feld für Russland 2018, da drückst du dann drauf und dann bist du in einem eigenen Ultimate Team Menü und dort kannst du dann eben Packs ziehen mit deinen normalen Ultimate Team Coins. Ja, die Spieler und die Objekte, die du dort ziehst, sind allerdings alle untradable, das heißt, es gibt in einem WM-Modus auch keinen Transfermarkt. Darüber hinaus war es in FIFA 14 auch so, dass man in jedem Pack ein 5K-Set für den normalen Ultimate Team Modus bekommen hat. Also wenn du im WM Ultimate Team Modus ein Pack gezogen hast, hast du bei jedem Pack auch ein 5K-Set für den normalen Ultimate Team Modus bekommen. Die Chemistry der Spieler und allgemein die Chemistry der Teams ist anders geregelt als im normalen Ultimate Team Modus und zwar wird dort mit Kontinenten gearbeitet. Also hat zum Beispiel Khedira die Nation Deutschland und den Kontinent Europa. Und jeder Spieler, der jetzt auch aus dem Kontinent Europa kommt, hat einen gelben Link zu Khedira und jeder, der auch Deutscher ist, also eben Kontinent Europa plus eben selbes Land, der hat dann eben einen grünen Link zu Khedira. Also das Ganze ist so mit Kontinentalverbänden geregelt und das ist ziemlich interessant und die Vereine und Clubs wie zum Beispiel jetzt bei Khedira, Juventus Turin, die werden gar nicht angezeigt auf der Karte. Wir gehen weiter mit dem fünften Punkt und zwar haben Spieler im WM-Modus öfter mal andere Werte als im normalen Ultimate Team Modus. Im Normalfall sind die eher geupgradet anstatt gedowngradet. Also ich habe bis jetzt in FIFA 14 zum Beispiel keine gedowngradete Karte gesehen, aber es kann halt sein, dass eben eine Karte ein bisschen gepusht wurde und im WM-Modus eben bessere Werte hat als im normalen Ultimate Team Modus. Wann kommt der WM-Modus dann aber eigentlich wirklich in FIFA? Also wann ist da das Erscheinungsdatum? Ich kann nur sagen, 2014 zur WM in Brasilien, da war es der 29. Mai. Da ist eben dann ja das extra Ultimate Team WM-Dings da dazugekommen. Also da gab es dann eben dieses eigene Feld mit WM Brasilien und dann konntest du da eben den eigenen Modus. Also damals war es der 29. Mai. Dieses Jahr könnte es ja auch der 29. Mai sein, also schon vor der WM, denn die WM startet ja am 14. Juni, also es könnte wirklich vor der WM schon passieren, vielleicht kommt es aber auch am 14. Juni, vielleicht aber auch ein bisschen früher noch, also ich glaube es kommt zwischen 29. Mai und 14. Juni, wann genau kann man eh schwer sagen, aber zwischen 29. Mai und 14. Juni, das ist glaube ich ein gutes Datum und der WM-Modus sollte, denke ich mal, so lange verfügbar sein, wie eben die WM auch verfügbar ist, beziehungsweise ich glaube sogar, dass der das ganze FIFA dann verfügbar ist, also im ganzen FIFA 18 Teil kannst du den immer noch spielen. Ja doch, ich glaube das ist so, denn wenn ich jetzt in FIFA 14 reingehen würde,
Könnte ich auch in den WM-Modus. Leider sind dort die Server schon abgeschaltet. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja doch, ich glaube in ganz FIFA 18, also auch im August noch oder so, kannst du noch den WM-Modus spielen. Glaube ich, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber das ist sehr, sehr schwer herauszufinden, wie das damals war. Aber ich denke, es war so, dass man eben, ja, ihr wisst Bescheid, ja. Also ganzer FIFA-Teil, dann immer noch der WM-Modus. Ihr habt im WM-Modus zwei verschiedene Möglichkeiten, Games zu machen. Und zwar einmal im Online-Turniermodus und einmal im Einzelspieler-Turniermodus. Der Online-Turniermodus kostet keinen einzigen Cent und ihr bekommt wirklich nach jedem Spiel eine kleine Belohnung. Umso mehr Spiele ihr gewinnt, umso bessere Belohnungen. Da können Sets dabei sein für den WM-Modus, da können aber auch Coins dabei sein. Also ihr könnt durch diesen Modus auch ganz normal Coins verdienen. Die Coins könnt ihr natürlich dann schon auch im normalen Ultimate Team Modus anwenden. Die Packs, die ihr im WM-Modus zieht, bleiben allerdings auf dem WM-Modus-Account. Was an der neuen WM-Applikation ganz cool ist, das ist einfach, dass man gute Spieler wie zum Beispiel Ronaldo, Messi und so viel, viel leichter ziehen kann, denn es sind halt nur die Spieler zu ziehen, die halt auch bei der WM dabei sind. Und im letzten Jahr, im letzten WM-Modus-Jahr, also FIFA 14, kann ich mich erinnern, dass ich ziemlich gute Spieler hatte, weil man halt einfach auch leicht Packs bekommt, eben durch diesen Online-Turnier-Modus. Und da hat man eben leichter die Möglichkeit, jetzt irgendwie einen Ronaldo oder so zu ziehen, als im normalen Ultimate-Team-Modus. Ja, zu guter Letzt habe ich noch die Info, dass man ganz am Anfang vom WM-Modus so sein Land wählen kann, also das, was man eben sozusagen unterstützen will. Und dann hat man das eben auch als Flagge links oben beim Account angezeigt. Und ja, Freunde, das waren eigentlich auch schon die wichtigsten Infos zum Russland-WM-Modus in FIFA 18. Ich habe jetzt noch einen Artikel aus FIFA 14 am Start und den überfliegen wir nochmal kurz. Das dürfte sich sehr überschneiden mit den Dingen, die ich schon gesagt habe, aber dass wir hier alles abgedeckt haben und nichts vergessen, gehen wir das jetzt nochmal kurz durch. Also hier schreibe ich Fußballgeschichte mit dem FIFA 14 Ultimate Team World Cup Modus, bla bla bla. 29. Mai kam das eben damals raus für jede Konsole. Es ist ein separater Modus, also so wie ich es jetzt auch schon gesagt habe. Dann eben die 32 Teilnehmer sind am Start. Das ist Look und Feel eben von der WM, also in dem Fall dann von der WM in Russland und nicht von der in Brasilien. Und da steht eben nochmal, dass in FIFA 14 das so war, dass jedes Set im WM-Modus ein kostenloses Gold-Set, also ein 5K-Set, enthält. Das heißt, man bekommt eben, wie gesagt, bei jedem Pack ein 5K-Pack dazu. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr auch so sein wird. Mit dem Gewinn von Partien verdienen sich Spieler virtuelle Ingame-Münzen, also einfach Coins, mit denen sie sich Sets im Ultimate-Team-Modus eben dann kaufen können und ihr Team verbessern können. Ja, und jetzt nochmal die häufig gestelltesten Fragen, die überfliegen wir jetzt auch nochmal ganz kurz. Also, für jede Konsole ist das Ganze verfügbar. Der WM-Modus kostet keinen einzigen Cent mehr, denn der ist einfach schon mit am Start. Wie kann ich meiner Spieler neue Mannschaften hinzufügen? Ganz normal einfach Sets kaufen oder halt im Verein, eben im Ultimate-Team-WM-Modus Verein-Menü einfach nachschauen, welche Spieler man schon hat. Kann ich meine Spieler tauschen? Nein, die sind untradable. Kann ich mehrere Mannschaften haben? Nein, man hat eine Mannschaft. Aber du hast natürlich, also du hast eine Mannschaft mit 23 Spielern, du kannst nicht mehrere Mannschaften aufbauen, aber du hast natürlich die Spieler im Verein drinnen, ganz normal. Sind die Spieler aus dem normalen Ultimate Team Modus im WM-Modus verfügbar? Natürlich nicht, denn das würde ja auch absolut keinen Sinn machen. Genauso andersrum sind auch nicht die WM-Spieler im normalen Modus verfügbar. Kann ich meine Münzen aus Ultimate Team im World Cup Modus einsetzen? Ja, kann ich, und auch umgekehrt, denn Münzen sind ausgenommen, sag ich mal, von dieser Regel, dass das, was im Ultimate Team WM-Modus passiert, dass das auch im WM-Modus bleibt. Ja, die Münzen, die sind überall vorhanden und die Spielerwerte können eben sich teilweise unterscheiden, die können teilweise leicht abweichen. Ja, ob die neuen Werte eben der WM-Spieler dann auch in Zukunft in diesem FIFA-Teil so sein werden, das ist hier die Frage, und da steht, dass das halt nur für den WM-Modus gedacht ist. Ja, es gibt auch wieder WM Man of the Match Objekte, die sind allerdings natürlich im normalen Ultimate Team Modus dann verfügbar. Spieler, die nicht bei der WM dabei sind, sind natürlich auch nicht im WM-Modus dabei. Kann ich online gegen einen Freund spielen im WM-Modus? Nein, kann man nicht. Kann ich kann ich den Modus über die Web-App oder die Companion-App managen? Kann man auch nicht, das ist auch interessant. Also das ist nicht möglich. Und wie funktioniert die Chemistry? Die Spieler können die Team-Chemistry verbessern, indem sie Spieler desselben Landes oder desselben Kontinentalverbandes, zum Beispiel Europa, Südafrika, Afrika etc., verbinden. Also hier sieht man dann nochmal ein Beispiel. Deutschland-Europa ist ein grüner Link. Und dann hätten wir zum Beispiel Europa-England zu Europa-Deutschland wäre ein gelber Link.
Ja, das war jetzt nochmal der Artikel zum WM-Modus in FIFA 14 und damit habe ich jetzt eigentlich, denke ich, alle wichtigen Infos rausgeballert. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt besser aus als vorhin. Wenn das der Fall ist, ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder was auch immer. Ich hoffe einfach, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Natürlich, in FIFA 18 werden gewisse Dinge anders sein, denn es gibt halt jetzt zum Beispiel auch Squad-Building-Challenges und so weiter und so fort. Also da kann EA natürlich auch irgendwie vielleicht irgendwas verbinden, Squad-Building-Challenges mit dem WM-Modus, keine Ahnung, aber die werden sich auf jeden Fall was Cooles einfallen lassen. Und damit war es das mit dem Video, Jungs, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis dann und ciao.